Jo Mann, was geht und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf diesem extravaganten Kanal. Hoffentlich läuft jetzt genau in dem Moment einer bei der Arbeit raus, Digga, und sieht wie ich hier. Ja Mann, was geht, Digga? Geh mal eine rauchen, oder? Der geht pissen, Bruder. Ich mach safe Kamera weg. Ah, Bochui, Hauptsache Fokus stimmt, Digga. Der Rest ist mir jetzt egal. Ob Belichtung nicht funktioniert, juckt mich nicht. Naja, und damit wünsche ich euch heute einen angenehmen Start in dieses extravagante und wundervolle Video. Ich bin gerade, wie ihr seht, nicht zu Hause. Das liegt halt einfach daran, Salam Aleikum, dass ich nicht zu Hause bin. Und deswegen muss ich ein Video... in meinem Karren aufnehmen. Ich habe hier richtig Bock, ein Video aufzunehmen. Hoffentlich ist das ganze Ding nicht komplett unfokussiert und der Ton ist auch okay. Ihr wisst gar nicht, was passiert ist. Amorant hat gestreamt, Smash or Pass. Naja, wie soll ich sagen, ich war dabei. '18 from Germany doing YouTube. Chosa 18, Blitz. Digga, wer war das? He's actually an adult. He's cute. But I don't know. He looks so young. So young. Oh, ey, was geht, Mann, ey? Habt ihr gehört? Ich bin actually cute, Mann. Und herzlich willkommen zu den besten TikToks. Bin 28 und keiner chillt mehr dort wie früher. Also ich frag mich, warum. Vielleicht bist du auch der einzige Affe im Prank, ich habe gar nichts gesagt. Dann beginnt für dich der Bodycount. Beginnt es nämlich bei dir schon beim oder beim Bro, bei mir beginnt, wenn ich nicht mehr laufen kann, weil Dinger wehtut oder nicht mehr sitzen. Wenn er mich hier so an der Hüfte nimmt und dann so an sich ranzieht, ey, wirklich. Ach so, Dings, ich habe alles verstanden, Mann, weil ich auch Lippenleser-Profi bin, 3000. Ich verstehe diesen TikTok-Trend nicht. Ja, okay, Alter, okay, cool, dann gehe ich nächstes Mal. Bro, will der sich jetzt hinter mich stellen oder was? Bro, der biegt um. Ich muss jetzt irgendwas tun, als würde ich hier was Wichtiges machen. Bro, der stellt sich genau hinter mich! Ja, Mann, das nächste Mal, auch wenn ich dich einfach an der Straße sehe, Digga, nehme ich dich einfach an der Hüfte. POV, you are girl. Warum machen das nur Girls? Also ich muss das auch jeden Tag machen. Wegen Bremsstreifen und so. Ava, hör mir mal zu, Kollege. Wenn du mir noch einmal so eine Scheiße schickst, ich schwöre dir, ich blockiere dich bei Gott. Bro, sonst blockiere ich dich, alter Junge. Noch einmal. Und dann blockiere ich dich. Hallo, Pöpöchen, mein Junge. Ich find's ganz schade, dass du mir so einen Schmarrn schickst. Hör auf, sonst kommst du aus dem Status. Also ich will ja nichts sagen, aber 1 und 2 unterscheidet sich gar nicht. Status, Digga. Kennt ihr noch diese Leute damals von Snapchat? Darf ich Story? Bro, der Hund geht gleich auch von dir in meine Story, Alter. Geht der hier mit Hund, Gassi? Hä? Okay, entspannend. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass Monte gestern jeglichen TikTok-Rekord gebrochen hat, oder? Ja, okay, aber warum tanzt du? Ist ja alles schön und gut, Digga. Ich würde mich nicht mal freuen, wenn ich eine 1-0 in der Klausur so schreibe. Und die freut sich, weil Monte TikTok-Rekord gebrochen hat. Hoffentlich sieht es der Opa nicht, Digga. Der denkt auch, Alter, ich bin psychisch krank oder so. Bro, die tanzt halt einfach immer noch mit ihrem Mod. Der Typ hat anders Glück. Bei was hat der Glück, Digga? Bei was hat der Glück? Der darf sie nicht anfassen, der darf gar nichts machen. Der ist mit ihr FaceTime und tanzt ein bisschen. Wenn er mich hier so an der Hüfte nimmt. Bro, der Typ hat so Glück, Mann. Das war's auf jeden Fall wieder mit dem extravaganten Video. Ich wünsche euch heute absolut gar nichts. Like das Video, teilt das Video. Ich muss jetzt weiterfahren.